Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Nachdem wir in den ersten beiden Vorlesungen Grundlagen kennengelernt haben über stochastische Prozesse, Filtrationen und Stoppzeiten, soll es jetzt um die Markov-Eigenschaft von stochastischen Prozessen gehen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Also ich möchte im Folgenden immer annehmen, dass Omega F und Ft ein filtrierter Raum ist. Und ich möchte auch zusätzlich annehmen, dass dieser messbare Raum E ein polnischer Raum ist. Was bedeutet das? Das ist ein topologischer Raum, sodass die Topologie erzeugt wird durch die offenen Mengen, die durch eine Metrik gegeben sind, also durch offene Bälle. Und diese Metrik soll vollständig sein. Und zudem möchte ich an oder sein, hat dieser polnische Raum die Eigenschaft, dass er separabel ist. Das heißt, er besitzt eine abzählbar dichte Teilmenge. Und auf diesem Raum gibt es natürlich eine kanonische Wahl einer Sigma-Algebra, nämlich die Borel-Sigma-Algebra, die von den offenen Mengen erzeugt wird. Schauen wir uns jetzt an, was es bedeutet, dass ein stochastischer Prozess die elementare Markov-Eigenschaft besitzt. Das ist das Folgende. Also ich nehme mir hier einen adaptierten Prozess X und der soll adaptiert sein an die Filtration Ft auf meinem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Dieser Prozess X soll Werte annehmen in diesem Raum E. Und dann besitzt X die elementare Markov-Eigenschaft, wenn es folgende gilt. Ich nehme mir halt eine messbare Menge A her. Ich nehme mir Zeitpunkte S und T her mit der Eigenschaft, dass S kleiner gleich T ist. Und dann soll die folgende Gleichheit zwischen den folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten gelten. Und zwar, ich gucke mir einmal an die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt t in der Menge a ist, gegeben die Sigma-Algebra Fs, das heißt die ganze Vergangenheit des Prozesses bis zum Zeitpunkt s. Das soll das gleiche sein wie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt t in der Menge a ist, diesmal aber gegeben die Sigma-Algebra, die vom Prozess X zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Das heißt, von der Gegenwart des Prozesses. Diese Gleichheit gilt natürlich nur fast sicher. Und ich möchte diese Bedingung mit A bezeichnen. Und jetzt kann man sich fragen, warum haben wir angenommen, dass E ein polnischer Raum sein soll? Und der Grund ist relativ einfach. Diese Annahme garantiert uns nämlich die Existenz einer regulären Version der bedingten Wahrscheinlichkeit. Was hat das damit auf sich gehabt? Also wenn man bei der bedingten Erwartung einfach als Funktion f eine Indikatorfunktion von einer Menge einsetzt, erhält man natürlich eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Das Problem war aber, oder man erhält etwas, was aussieht wie eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Das Problem dabei war es, die Ausnahmemenge kann von dieser Menge a abhängen, die ich da in dieser Indikatorfunktion einsetze. Insbesondere habe ich jetzt aber ein Problem, wenn ich die Sigma-Additivität prüfen möchte. Es gibt nämlich überabzählbar viele abzählbare Folgen von Mengen a. Und dann ist gar nicht so klar, warum die Ausnahmemenge jetzt immer noch Maß 0 haben soll. Und unter dieser Annahme, dass E ein polnischer Raum ist, kann man gerade diese beiden Quantoren vertauschen, nämlich es gibt eine Ausnahmemenge, sodass diese Eigenschaften der bedingten Wahrscheinlichkeit erfüllt sind für alle Mengen A. Das heißt, das ist gerade der Twist, den man hier brauchte, um sauber eine bedingte Wahrscheinlichkeit zu definieren. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte eine alternative Charakterisierung dieser Markov-Eigenschaft mit Hilfe von bedingten Erwartungen herleiten. Und das ist das Folgende. Also ich nehme mir wieder einen adaptierten stochastischen Prozess her. Der gleiche filtrierte Wahrscheinlichkeitsraum sei zugrunde gelegt. Und dann ist die Aussage das Folgende. X besitzt genau dann die elementare Markov-Eigenschaft, wenn für alle beschränkten, messbaren Funktionen f von meinem Zustandsraum e in die reellen Zahlen und alle Zeitpunkte s und t mit s kleiner gleich t, das folgende gilt, nämlich dass die bedingte Erwartung von f von xt gegeben die Sigma-Algebra fs gleich ist der bedingten Erwartung, wo ich jetzt die Sigma-Algebra fs ersetze durch die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird.
Natürlich gilt diese Aussage auch nur fast sicher. Und ich möchte diese im Folgenden mit B bezeichnen. Und Sie sehen eine Richtung, die Implikation B impliziert A, ist relativ einfach. Wähle einfach eine messbare Menge A und setze diese Funktion f einfach als die Indikatorfunktion auf die Menge A. Und Sie sehen natürlich, dass f von xt dann gleichbedeutend ist mit xt ist in der Menge A. Und das ist gerade die Aussage oder die Charakterisierung A der elementaren Markov-Eigenschaft. Die Richtung A impliziert B funktioniert durch maßtheoretische Induktion. Die möchte ich hier einmal nochmal explizit ausführen. Dazu nehme ich mir in einem ersten Schritt für f eine nicht negative Elementarfunktion. Das war das Folgende. F kann ich darstellen als endliche Summe von nicht negativen Koeffizienten und Indikatorfunktionen auf messbaren Mengen, hier mit groß AK bezeichnet. Und dann gilt mit den rechten Regeln für die bedingte Erwartung das Folgende. Nämlich, ich nutze einfach nur die Linearität aus der bedingten Erwartung, dass ich in dem ersten Schritt diese endliche Summe und die Koeffizienten rausziehen kann. Dann bleibt übrig die Indikatorfunktion von diesen Mengen AK und deren bedingte Erwartung, was nichts weiter ist als diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass xt in AK ist, gegeben diese Sigma-Algebra Fs. Und aufgrund der Annahme, dass die Charakterisierung A der elementaren Markov-Eigenschaft gelten soll, können wir natürlich diese Sigma-Algebra Fs ersetzen durch die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Und dann können wir natürlich die Linearität rückgängig machen und wir halten wieder die bedingte Erwartung unserer Elementarfunktion, diesmal aber gegeben die Sigma-Algebra, die durch den Prozess X zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Und natürlich gilt das nur fast sicher und für alle S und T mit S kleiner gleich T. Das war also der erste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, dass wir uns eine beliebige, nicht negative, beschränkte, messbare Funktion hernehmen. Was wissen wir? Wir wissen dann, dass es eine Folge von nicht negativen Elementarfunktionen fn gibt, mit der Eigenschaft, dass fn aufsteigend gegen f konvergiert. Und jetzt können wir den Satz über die monotone Konvergenz anwenden, der uns erlaubt, den Limes mit dem Erwartungswert zu vertauschen. Dadurch erhalte ich das Folgende: Wenn ich mir hier die bedingte Erwartung betrachte von f von xt gegeben fs, dann ist das das Gleiche als den Limes darf ich rausziehen. Ich erhalte hier die bedingte Erwartung von dieser Elementarfunktion fn von xt gegeben fs. Aus dem ersten Schritt wissen wir, dass wir dann die Sigma-Algebra fs ersetzen dürfen durch die Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Und dann kann ich nochmal die monotone Konvergenz anwenden, um den Limes wieder in die bedingte Erwartung zu ziehen und erhalte als Ergebnis die bedingte Erwartung von f von xt gegeben Sigma xs. Und in dem letzten Schritt, nachdem wir das für nicht negative beschränkte Funktionen gesehen haben, können wir jetzt eine beliebige, beschränkte, messbare Funktion hernehmen. Und diese können wir dann zerlegen in den positiven Teil und den negativen Teil. Und auf beide diese Teile können wir natürlich diesen Schritt anwenden und erhalten die gewünschte Aussage. Was wir bis dato gesehen haben, ist eine Charakterisierung der elementaren Markov-Eigenschaft. Das Besondere dabei war, dass wir immer nur einen Zeitpunkt hier betrachtet haben, nämlich einen Zeitpunkt xt oder t, der größer sein soll als s. Und die Frage ist natürlich, kann ich das irgendwie verallgemeinern auf mehrere Zeitpunkte? Darum soll es im Folgenden gehen. Dazu möchte ich aber zunächst einmal den Begriff der Verschiebungsoperatoren einführen. Das ist nichts weiter als eine Familie von Abbildungen, die von Omega nach Omega geht und die folgende Eigenschaft hat, dass zum Zeitpunkt 0 das Theta von 0 nichts weiter als die Identität. Wenn ich Theta zum Zeitpunkt s plus t angucke, dann ist das nichts weiter als die Verknüpfung von Theta s mit der Abbildung Theta t. Und dadurch, dass natürlich die Addition von zwei reellen Zahlen kommutativ ist, sehen Sie auch, dass es das Gleiche auch wie Theta von t verknüpft mit Theta von s. Und die dritte Eigenschaft verknüpft jetzt diese Familie von
Verschiebungsoperatoren mit einem stochastischen Prozess. Nämlich in folgender Art und Weise, dass wenn ich mir die Verknüpfung angucke vom Prozess ausgewertet zum Zeitpunkt S mit dieser Verschiebungsheilgruppe ausgewertet zum Zeitpunkt T, das ist das gleiche, als wenn ich den Prozess auswerten würde zum Zeitpunkt S plus T. Das möchte ich hier nochmal grafisch veranschaulichen. Also ich gucke mir hier einmal an diesen Pfad des Prozesses, der hier einfach so gegeben ist. Ich gucke mir an den Zeitpunkt T und den Zeitpunkt T plus S. Und wenn ich jetzt die Verknüpfung mit dieser Verschiebungshalbgruppe Theta T betrachte, dann ist es nichts weiter, als wenn ich diesen Pfad um T in die Vergangenheit verschiebe. Ich erhalte quasi genau diesen verschobenen Pfad. Das ist jetzt dieser Pfad von XS geschifft, verknüpft oder ausgewertet an dieser verschobenen Umgebung. Und Sie sehen, dass dieser Zeitpunkt T plus S jetzt natürlich zum Zeitpunkt S wird. Gut, nachdem wir diesen Verschiebungsoperator eingeführt haben, ist natürlich die erste Frage, existiert eine derartige Familie von Abbildungen? Und die Aussage ist, ja, und das sieht man relativ leicht, wenn man den Prozess in kanonischer Form betrachtet. Das ist das Folgende. Also ich nehme mir für Omega entweder diesen unendlichen Produktraum oder den Raum der stetigen Funktion über E oder den Raum der Cut-Lang-Funktion über E. Und für ein derartiges Omega ist die kanonische Form des Prozesses x einfach wie folgt definiert. Xt von Omega ist nichts weiter als Omega ausgewertet zum Zeitpunkt t. Und man sieht natürlich in dem Moment, wo ich diese kanonische Form betrachte, ist die zugehörige Halbgruppe der Verschiebungsoperatoren einfach wie folgt gegeben. Ich gucke mir einfach mal an, was ist denn Theta t von Omega zum Zeitpunkt s. Und das definiere ich einfach dadurch, dass ich sage, das ist nichts weiter als Omega von s plus t, wo ich einfach s um t verschoben habe. Und jetzt kann man leicht nachprüfen, dass in dieser kanonischen Form und mit dieser Definition des Verschiebungsoperators alle drei Eigenschaften erfüllt sind. Weitere Eigenschaften von dieser Verschiebungshalbgruppe ist das folgende. Ich nehme mir mal messbare Mengen a1 bis an her. Ich nehme mir Zeitpunkte t1 bis tn her. Und dann gucke ich mir an diesen Durchschnitt über diese Ereignisse, dass der Prozess zum Zeitpunkt t1 in a1 ist bis dem Durchschnitt, dass der Prozess zum Zeitpunkt tn in an liegt. Und dieses Ereignis möchte ich mal als a bezeichnen. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass das Urbild unter diesem Verschiebungsoperator nichts weiter ist, als wenn ich mir diesen Durchschnitt angucke, aber jetzt habe ich die Zeitpunkte um t verschoben. Das heißt, das ist das gleiche wie der Zeitpunkt, der Prozess zum Zeitpunkt t1 plus t in der Menge a1 bis der Prozess zum Zeitpunkt xtn plus t in der Menge a1. Was sehen wir insbesondere dadurch, dass aus diesem Zusammenhang, dass die Sigma-Algebra, also das Urbild der Sigma-Algebra Fs, enthalten ist in der Sigma-Algebra Fs plus t. Und das gilt für alle nicht negativen S und t. Das zweite, was wir haben, ist, wenn wir uns jetzt einen ganzen Pfad angucken, also ich nehme mir mal ein Ereignis A aus diesem unendlichen Produktraum her. Ich gucke mir an die Menge aller Pfade des Prozesses, den ich jetzt aber um t verschoben habe. Und in diesem verschobenen Prozess fordere ich, dass in dieser messbaren Menge A liegt. Und dieses Ereignis kann ich natürlich mit Hilfe der Verschiebungshalbgruppe auch wie folgt oder des Verschiebungsoperators wie folgt ausdrücken. Das ist nichts weiter als das Urbild von Theta t von der Menge, dass der Pfad in der Menge a liegt. Was man jetzt hier sieht, ist, dass dieses Ereignis ist natürlich messbar bezüglich der natürlichen Filtration, die durch den Prozess erzeugt wird, zum Zeitpunkt unendlich, weil es den ganzen Pfad betrachtet.
Das heißt, was sieht man hier? Wenn A durch diesen Produktraum läuft, erzeuge ich damit natürlich alle fx unendlich messbaren Mengen. Diese Charakterisierung möchte ich jetzt im Folgenden für eine Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft ausnutzen. Und zwar das ist das Folgende. Ich nehme mir wieder einen e-wertigen adaptierten stochastischen Prozess x her auf unserem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Und ich möchte jetzt annehmen, dass dieser Prozess x die elementare Markov-Eigenschaft hat. Das heißt, wir wissen, er genügt entweder dieser Bedingung a oder dieser Bedingung b. Wir sind ja äquivalent. Und zudem möchte ich annehmen, dass wir eine Verschiebungshalbgruppe Theta gegeben haben. Und dann gelten die folgenden meinen Aussagen. Also ich nehme mir hier jetzt ein Ereignis aus fx unendlich her, also aus dieser Sigma-Algebra, die durch den Prozess erzeugt wird. Ich nehme hier eine nicht-negative Zeit her. Und dann gilt, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit von dem verschobenen Ereignis, also von diesem Urbild Theta s hoch minus 1 von b, gegeben die Sigma-Algebra fs, gleich ist diesem Ereignis, aber diesmal gegeben die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Natürlich gilt diese Aussage wieder nur fast sicher. Und diese Bedingung möchte ich mal mit A' bezeichnen. Die zweite Aussage ist, für alle beschränkten fx unendlich messbaren reellwertigen Zufallsvariablen y und alle positiven Zeitpunkte gilt das Folgende. Also wenn ich mir die bedingte Erwartung angucke von der Verknüpfung von dieser Zufallsvariable y mit diesem Verschiebungsoperator zum Zeitpunkt s und ich bedinge auf die Sigma-Algebra fs, dann ist das das gleiche als diese Verknüpfung von y mit Theta s, aber diesmal bedingt auf die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Diese Bedingung möchte ich mal als b' bezeichnen. Und als erste Bemerkung ist, dass b' eine Verallgemeinerung von b und a' eine Verallgemeinerung von a ist, was nichts weiter bedeutet als, dass die elementare Markov-Eigenschaft äquivalent zu der Bedingung a' bzw. b' ist. Warum ist das so? Nehmen wir uns einfach ein messbares Ereignis a her. Wir nehmen uns zwei Zeitpunkte her, s und t, wobei s kleiner gleich t sein soll. Jetzt betrachte ich das Ereignis b, das einfach dadurch gegeben ist, dass der Prozess zum Zeitpunkt t minus s in der Menge a ist. Dieses Ereignis hier ist natürlich fx t minus s messbar und damit, weil das natürlich eine Filtration ist, insbesondere auf fx unendlich messbar. Also wir haben hier eine geeignete Menge gewählt. Weiterhin wissen wir, dass das Urbild unter dem Verschiebungsoperator Theta S nichts weiter ist als das Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt T in der Menge A liegt. Das heißt, wenn wir dieses Ereignis jetzt hier einsetzen, sehen wir genau, das ist genau die Formulierung unter der Markov-Eigenschaft in der Form A. Das heißt, hier haben wir genau die Rückrichtung A' impliziert A gezeigt. Gleiches gilt für die zweite Bedingung. Wir nehmen uns einfach eine beschränkte messbare Funktion f von e nach r her und definieren uns die Zufallsvariable y wie folgt. Wir nehmen einfach den Prozess zum Zeitpunkt t minus s und wenden darauf die Funktion f an. Und dann natürlich ist das jetzt eine beschränkte fx unendlich messbare Zufallsvariable. Warum? Naja, diese Zufallsvariable ist in dem ersten Schritt fx t minus s messbar und aufgrund der Filtrationseigenschaft ist es natürlich dann auch fx unendlich messbar. Und weiterhin gilt, dass die Verknüpfung von dieser Zufallsvariable y mit Theta s nichts weiter ist als f von xt. Damit sehen wir, dass die Bedingung b' gerade gleich unter dieser Wahl gleich ist der Bedingung b. Das heißt, b' impliziert b. Was wir zu zeigen haben im Beweis, ist quasi die Rückrichtung, dass a a' erzeugt. Was wollen wir im Folgenden tun? Der Beweis geht in zwei Schritten.
Ich betrachte zunächst einmal im ersten Schritt nur Zylindermengen, und zwar Mengen der Form, wo ich mir den Prozess zu endlich vielen Zeitpunkten, hier n Zeitpunkten, angucke und fordere, dass der Prozess zum Zeitpunkt t1 in der Menge a1 liegt, bis zum Zeitpunkt xtn in der Menge a1. Also derartige Ereignisse gucke ich mir an. Die Zeitpunkte t1 bis tn seien aufsteigend sortiert. Die Mengen a1 bis a1 sind einfach nur e-messbare Mengen. Und dann geschieht jetzt der Beweis durch vollständige Induktion. Wir haben gesehen, für n gleich 1 ist diese Aussage aufgrund dieser Beobachtung hier nichts weiter als erfüllt, und zwar gegeben durch die elementare Markov-Eigenschaft, die wir ja annehmen wollen. Bleibt jetzt dieser Induktionsschritt zu zeigen von n-1 auf n. Wir nehmen uns also eine Menge B her, die dieser Bauart genügt, also eine Zylindermenge bestehend aus n Zeitpunkten. Und dann gucken wir uns erstmal Folgendes an. Ich gucke mir an die bedingte Wahrscheinlichkeit von xt1 plus s in der Menge a1 bis xtn plus s in der Menge an, und ich bedinge drauf auf die Filtration f, auf diese Sigma-Algebra aus der Filtration zum Zeitpunkt t1 plus s. Wenn ich das jetzt hier umschreibe in Indikatorfunktion, ist es nichts weiter als die bedingte Erwartung von dem Produkt der Indikatorfunktion. Was ich sehe, ist, dass die Indikatorfunktion von diesem Ereignis, das xt1 plus s in der Menge a1 liegt, natürlich f t1 plus s messbar ist. Das heißt, die kann ich rausziehen. Und was ich hier übrig habe, kann ich natürlich auch wie folgt umschreiben, mit Hilfe von dem Shift-Operator, nämlich zum Zeitpunkt t1 plus s. Und was ich dann hier übrig behalte, ist das folgende Ereignis, nämlich dass der Prozess x zum Zeitpunkt t2 minus t1 in der Menge a2 liegt, bis also diese ganzen Durchschnitte bis zu dem Durchschnitt des Ereignisses, dass der Prozess zum Zeitpunkt tn minus t1 in der Menge an liegt. Das heißt, wir sehen hier, diese Menge besteht aus n-1 vielen Durchschnitten. Und diese Menge möchte ich im Folgenden mit Behut bezeichnen. Und aufgrund der Induktionsvoraussetzung, wir wissen natürlich, die Aussage gilt bereits für n-1, können wir natürlich hier jetzt die Markov-Eigenschaft in dieser Induktionsvoraussetzung anwenden und die Sigma-Algebra f von t1 plus s ersetzen durch die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt t1 plus s erzeugt wird. Das ist genau hier geschehen. Das war sozusagen die erste Vorbemerkung. Jetzt können wir das Ganze zusammenbasteln. Daraus folgt nämlich das Folgende. Wenn ich jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis Theta s hoch minus 1 von b betrachte, gegeben fs, das interessiert mich ja. Jetzt kann ich die Turmeigenschaft benutzen, kann das in dem ersten Schritt erstmal umschreiben als die bedingte Erwartung von dieser bedingten Wahrscheinlichkeit gegeben die Sigma-Algebra f t1 plus s. Diese Sigma-Algebra enthält natürlich diese Sigma-Algebra, deswegen ist das die Turmeigenschaft hier in korrekter Weise angewandt. Jetzt haben wir gesehen, aufgrund des letzten Schrittes, dass das gleiche ist wie, ich gehe einmal zurück, wie diese Indikatorfunktion, dass der Prozess zum Zeitpunkt t1 plus s in der Menge a1 liegt, mal dieser bedingten Wahrscheinlichkeit. Und die steht jetzt genau hier. Was haben wir jetzt hier? Das ist natürlich eine Sigma xt1 plus s messbare Funktion. Auch diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier ist nach Definition Sigma t1 plus s messbar. Aus dem Faktorisierungslemma folgt jetzt die Existenz einer messbaren Abbildung f von unserem Zustandsraum E nach 0,1 mit der folgenden Eigenschaft, dass ich nämlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier auch schreiben kann als eine Funktion vom Prozess zum Zeitpunkt t1 plus s.
Das heißt, hier steht nichts weiter als ein Produkt von zwei Funktionen des Prozesses zum Zeitpunkt T1 plus S. Jetzt können wir natürlich das Lemma 2.1 anwenden. Und das Lemma 2.1 sagt uns das Folgende, dass ich diese Funktion, also wenn ich diese bedingte Erwartung von dieser Funktion vom Prozess zum Zeitpunkt T1 plus S gegeben diese Sigma-Algebra Fs betrachte, dann kann ich natürlich hier jetzt diese, das ist natürlich eine beschränkte messbare Funktion, was wir hier haben, dieses Produkt, kann ich natürlich hier jetzt die Sigma-Algebra Fs ersetzen durch die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Dann kann ich natürlich jetzt einfach die Definition von der Funktion F einsetzen. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder diese bedingte Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, gegeben die Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt T1 plus S erzeugt. Jetzt benutze ich rückwärts wiederum die Induktionsvoraussetzung. Also nach Induktionsvoraussetzung war das ja natürlich ein Ereignis, also Behut war ein Ereignis, was nur von T-1 vielen Zeitpunkten abhängt. Und nach Induktionsvoraussetzung können wir dann diese Sigma-Algebra Sigma T1 plus S ersetzen durch die Sigma-Algebra F zum Zeitpunkt T1 plus S. Was ich jetzt in dem letzten Schritt machen kann, ist, das kann ich wieder als bedingte Erwartung von dem Produkt der Indikatorfunktion schreiben. Ich kann diese Indikatorfunktion mit reinziehen und erhalte jetzt hier diese bedingte Wahrscheinlichkeit von diesen Zeitpunkten xt1 plus s in a1 bis xtn plus s in an, gegeben die Sigma-Algebra t1 plus s, gegeben diese Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt. Was man jetzt hier in dem letzten Schritt sieht, ich möchte wieder die Turmeigenschaft benutzen. Natürlich, wir wissen, der Prozess X ist adaptiert an diese Filtration. Das heißt, diese Sigma-Algebra, die vom Prozess erzeugt wird, ist enthalten in dieser Sigma-Algebra. Und deswegen kann ich hier die Turmeigenschaft anwenden und erhalte das gewünschte Ergebnis im Induktionsschritt. Das heißt, das war Schritt 1. Wir haben schon mal die Aussage gezeigt für, also die Aussage, diese Aussage gezeigt für Zylindermengen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das aber nicht nur für Zylindermengen zeigen, sondern für alle messbaren Mengen aus dieser Sigma-Algebra Fx unendlich. Und im zweiten Schritt betrachte ich jetzt das folgende Mengensystem. Also ich gucke mir an, alle Mengen B aus dieser Sigma-Algebra Fx unendlich, die genau diese Eigenschaft, die wir zeigen haben, erfüllen. Nämlich, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben Fs gleich ist der bedingten Wahrscheinlichkeit gegeben Sigma Xt fast sicher. Natürlich ist das eine Teilmenge von der Sigma-Algebra Fx unendlich per Konstruktion. Was ist im Folgenden zu zeigen? Ich möchte zeigen, dass dieses Mengensystem ein Dünken-System ist. Dazu waren drei Eigenschaften zu überprüfen. Erstens, der ganze Raum soll enthalten sein. Zweitens, wenn eine Menge drin ist, dann soll auch das Komplement enthalten sein. Und drittens, wenn ich eine abzählbare Folge von Ereignissen aus D habe, die disjunkt sind, dann soll auch die Vereinigung enthalten sein. Gucken wir uns das im Detail an. Der erste Schritt ist relativ einfach, weil das Ereignis, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn ich für das Ereignis B den ganzen Raum Omega einsetze, ist nichts weiter als 1. Und das ist natürlich auch die gleiche wie diese bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn ich diese Sigma-Algebra Fs ersetze durch die Sigma-Algebra Sigma von Xs. Und damit sehen wir sofort, dass Omega in diesem Mengensystem D enthalten. Der zweite Schritt ist das folgende. Ich nehme mir jetzt eine Menge A her aus diesem Mengensystem. Und dann ist erstmal die erste Beobachtung, dass das Urbild von A-Komplement nichts weiter ist als das Komplement vom Urbild der Menge A. Daraus folgt jetzt das folgende Argument. Ich gucke mir also diese bedingte Wahrscheinlichkeit an von dem Urbild von A-Komplement.
Das ist, wie wir gesehen haben, das gleiche wie das Komplement vom Urbild. Das Komplement kann ich aufgrund der bedingten Wahrscheinlichkeit natürlich auch schreiben als 1 minus diese bedingte Wahrscheinlichkeit, gegeben fs. Und hier kann ich jetzt natürlich ausnutzen, dass a in diesem Mengensystem enthalten ist. Das heißt, in dem Fall kann ich jetzt diese Sigma-Algebra fs ersetzen durch die Sigma-Algebra, die den Prozess x zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Und dann kann ich in dem letzten Schritt das auch wieder umschreiben als die bedingte Wahrscheinlichkeit vom Komplement von Theta hoch minus 1 von a. Und dann kann ich diese Eigenschaft nochmal benutzen und erhalte die gewünschte Aussage. Und damit sehe ich, dass a-Komplement auch in d enthalten ist. Und im letzten Schritt nehme ich jetzt mir eine disjunkte Folge aus d her. Und hier gilt natürlich jetzt auch, dass das Urbild von dieser disjunkten Folge nichts weiter ist als, also von dieser disjunkten Vereinigung nichts weiter ist als die Vereinigung von diesen Urbildern. Und daraus folgt jetzt mit Hilfe der Sigma-Additivität, dass ich natürlich dann diese Summe rausziehen kann auf jedes einzelne Element aufgrund der Annahme, dass diese ans in d enthalten sind, die Sigma-Algebra fs ersetzen kann durch die Sigma-Algebra, die durch den Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Und dann kann ich die Sigma-Additivität nochmal benutzen, um diese Summe wieder in die bedingte Wahrscheinlichkeit reinzuziehen und als Erwartung, als Vereinigung zu erhalten. Und dann kann ich diesen Schritt rückgängig machen. Und damit sehe ich auch, dass diese abzählbare Vereinigung disjunkter Mengen in D enthalten ist. Also wir haben jetzt gesehen, dass D ein Dünken-System ist. Wir wissen auch, dass diese Zylindermengen in D enthalten sind. Das war gerade Schritt 1. Was wir jetzt betrachten ist, und was wir noch wissen ist, dass die Zylindermengen natürlich auch noch ein durchschnittsstabiler Erzeuger von unserem Sigma-Algebra Fx unendlich sind. Jetzt können wir natürlich den Hauptsatz über Dünken-Systeme anwenden, der das Folgende aussagt. Also zunächst einmal wissen wir natürlich, dadurch, dass unser Zylindermengen in D enthalten ist, dass auch das Dünken-System, das die Zylindermengen, das von den Zylindermengen erzeugt wird, in diesem Dünken-System enthalten ist. Aufgrund des Hauptsatzes über Dünken-Systeme wissen wir natürlich, dass dieses Dünken-System, das von C erzeugt wird, gleich ist der Sigma-Algebra, die von C erzeugt wird. Und wir haben gerade hier oben gesehen, hier haben wir benutzt, dass wir einen durchschnittsstabilen Erzeuger, also dass C durchschnittsstabil ist. Und wir haben auch hier gesehen jetzt aufgrund dieser Bemerkung, dass das gleich fx unendlich ist. Damit haben wir jetzt gezeigt, dass fx unendlich enthalten ist in D. Weil wir aber gesehen haben, dass D enthalten ist in fx unendlich, folgt die Gleichheit. Damit wissen wir jetzt, dass die Eigenschaft A, die wir zeigen wollten, für alle Mengen B aus dieser Sigma-Algebra fx unendlich gilt. Damit haben wir sozusagen diese erste Aussage gezeigt. Bleibt sozusagen die zweite Aussage, aber die ist jetzt relativ straightforward, nämlich erstens aus dieser Aussage 1 folgt die Aussage wieder für die Zufallsvariable y, die einfach als Indikatorfunktion einer messbaren Menge aus dieser Sigma-Algebra fx unendlich gegeben ist. Und der Rest funktioniert jetzt wieder durch maßtheoretische Induktion, dass wir es in dem zweiten Schritt dann wieder verallgemeinern für nicht-negative Elementarfunktionen und dann für nicht-negative messbare beschränkte Funktionen und im letzten Schritt dann für beliebige messbare beschränkte Funktion. Diesen Schritt möchte ich jetzt im Detail nicht nochmal ausführen, weil es genauso funktioniert wie im Lemma 2.1. Abschließend möchte ich hier eine kleine Aufgabe formulieren. Und zwar, diese Aufgabe gibt eine weitere Charakterisierung der elementaren Markov-Eigenschaft und die geht wie folgt. Also ich nehme mir wieder einen Prozess X her, der adaptiert ist und e-wertig. Und x besitzt, die Aussage ist jetzt das Folgende, dass x genau dann die elementare Markov-Eigenschaft besitzt, wenn für alle messbaren Mengen
aus der Sigma-Algebra, die von x erzeugt wird bis zum Zeitpunkt s, also aus der Vergangenheit bis zum Zeitpunkt s, eine derartige Menge nehme ich mir her und ich nehme mir eine Menge b her aus fx unendlich. Und jetzt gucke ich mir das Folgende an. Ich gucke mir an den Schnitt dieser Menge a aus dieser Vergangenheit des Prozesses bis zum Zeitpunkt s. Und hier jetzt wende ich den Shift-Operator an, das ist quasi die Zukunft ab s. Und ich gucke mir diesen Durchschnitt an, gegeben die Sigma-Algebra zum Zeitpunkt s. Und dann sieht man hier, dass sich das, dieser Durchschnitt faktorisiert. Das heißt, die Vergangenheit gegeben diese Sigma-Algebra xs ist unabhängig von der Zukunft des Prozesses gegeben diese Sigma-Algebra xs. Und im Folgenden möchte ich diese Bedingung als A2' bezeichnen. Und dieses kleine Aufgabe überlasse ich Ihnen als Testen der Methodik, die Sie in dieser Vorlesung kennengelernt haben.